bisschen vertraut. Dadurch, dass wir jetzt eine kleine Gruppe, eine überschaubare Gruppe sind, gucken wir mal, wie wir das mit der Zeit machen. Also wir werden die Zeit nicht unbedingt strecken müssen, dass wir dann wirklich bis, wir werden einfach sehen. Ich wollte es ein bisschen aufteilen heute. Also wir werden einige Musikbeispiele auch hören. Dann möchte ich in der Mittagszeit, also nach dem Mittagessen, ich weiß nicht, ob es vorher sinnvoll ist, ich muss gucken, wo es passt und wo ich es einbauen will, auch etwas Literarisches lesen. Es ist ein frecher jüdischer Journalist, der in Jerusalem lebt, der manchmal einen sehr frechen Blick auf die Heilige Schrift hat, aber sehr schön. Meir Shalev hat einige Bücher geschrieben und da werden wir etwas vom Propheten Micha hören. Ja, so ist einfach wunderbar. Ja? Sehr unterhaltsam. Ich dachte mir, das könnte uns heute gut tun, bei dem ansonsten wirklich ernsten Thema. Und schauen, wie weit wir dann kommen. Aber die Zeiten so sind ja relativ klar, dass wir um 12 herum die Mittagsrohre zusammen beten und dann das Mittagessen einnehmen mit einer kleinen Pause und den Kaffee trinken und dann schauen, wie wir das hier zum glorreichen Ende bringen. Wir beschäftigen uns heute mit Propheten und Prophetinnen. Ich habe nicht die Bibel in gerechter Sprache hier liegen. Dazu werde ich Ihnen beim nächsten Mal, das ist bei den Evangelien vielleicht etwas interessanter, darauf werden wir noch eingehen, auch im Rahmen des Bibelkurses. Das halte ich schon für wichtig. Das Anliegen kann man sicher teilen, das Ergebnis ist eine Katastrophe. Ich fand es sehr interessant, dass nach anfänglicher Unterstützung der Evangelischen Kirche Deutschlands, wir haben ja noch wirklich hochmögende Leute, auch da mitgearbeitet, es jetzt eine offizielle Distanzierung gibt. Ja? Also so ähnlich wie wenn unsere Glaubenskongregation irgendwie etwas von sich gelassen hätte, gibt es jetzt eine offizielle Distanzierung der EKD. Ja, aber das, naja, also ich meine, in diesem Fall bedeutet es schon etwas. Ja? Also wie gesagt, ich kann das Grundanliegen, dass das ursprünglich dahinter stand, kann ich teilen. Oder kann man auch würdigen, ja. Nur das Ergebnis selber ist ein solcher unmöglich katastrophaler Text, den kann man überhaupt nirgendwo vorlesen. Das ist ganz genau unmöglich, ja. Und es ist falsch. Also es ist so viel, also ich sag mal, ganz schmal sind die Vorentscheidungen, die man getroffen hat. Und das Ergebnis wird dann noch ein Stück schmaler. Jede Übersetzung, ob das die Einheitsübersetzung, die nun auch, das wissen Sie ja, dass ich das ab und zu sage, die nicht gut ist, ja. Und die Einheitsübersetzung ist gerade in dieser Frage, was, wenn man diese Geschlechterfrage, wenn man durch diese Brille auf die Bibel guckt, ist besonders schlecht. Die Einheitsübersetzung wählt männliche Titel und Pronomen nicht nur für Gott, sondern auch sonst, wo sie überhaupt nicht notwendig sind, wo sie überhaupt nicht im Text stehen, ja. Also das ist besonders maskulinisiert hier, ja, muss man sagen. Und deshalb haben wir natürlich, weil wir das immer im Ohr haben, vom Gottesdienst her oder so etwas, stößt uns das manchmal, wenn man ein bisschen sensibilisiert, dafür ist besonders übel auf. Ja, das muss man einfach auch sagen, gerechterweise, ja. Das wäre nicht notwendig, aber das andere ist so gut. Aber wir schauen uns das noch genauer an und können darüber dann, ja, aber das ist natürlich, ein Witz, das muss ich ja schon sagen. Das ist natürlich der Oberwitz. Jetzt verkauft man diesen Schrott, verkauft man für ganz viel Geld in einer Auflage, dass einem schlecht wird. Noch mehr, es ist teurer, glaube ich, 28 oder sowas. 24, ja, teuer genug, ja, teuer genug. Und jetzt überarbeitet man das und verkauft es dann wieder für 24 Euro. Oh. Oh, jetzt habe ich hier aber in den Wespennest geschlagen. Ja, nur voran. Jetzt ist mir egal. Also man muss, also was sicher stimmt, ist, dass es von den Texten her, wer es gemacht hat, es ist eine ganz, ganz große, ganz breite Gruppe gewesen, die es gemacht hat. Und da gibt es sehr große Unterschiede. Also zum Beispiel gibt es auch in den enorme Bandbreite, ja. Also ich persönlich bin sehr enttäuscht von dem, der auch den Namen gegeben hatte. Den schätze ich nämlich sonst sehr als Exegeten, als Alttestamentler, den Frank Rüsemann, ja, der zum Beispiel ein sehr schönes Buch geschrieben hat, also der zur Tora gearbeitet hat früher und
Und der gearbeitet hat zu Elia, der hat Genesis übersetzt, das ist eine Katastrophe, ist das, ja. Das ist nett, ja, das ist, also, wenn Meir Shalev das so geschrieben hätte, ja, dann wüsste ich, das ist mit dem Schuss Sarkasmus und ist ein Journalist, ja, der jetzt nicht den Text verpflichtet ist, aber das kann ich nicht nachvollziehen, das ist mir zu, also das springt mir aus jedem Satz Ideologie entgegen, das möchte ich nicht lesen, ja, also das ist auch nichts mehr. Aber es gibt, auch im Neuen Testament gibt es dann wieder Einzelschriften, die dann wieder sehr gelungen sind, also die man dann auch loben muss. Wir werden dann nochmal genauer einsteigen in die. Wenn es wirklich eine Schlussprobe ist, ja, sonst nicht. Naja, das ist natürlich, naja, das müssten wir vielleicht wäre das ein gutes Beispiel, beim nächsten Mal nochmal drauf zu gucken. Das hat natürlich, das wissen natürlich die Leute, die es übersetzen, hat natürlich eine alte, hat natürlich eine Tradition. Also es gibt eine Tradition im Christentum, die man dann aber aus dogmatischen Gründen zurückgedrängt hat, eine Christus-Sophia-Frömmigkeit, also Christus-Weisheit, ja. Das ist interessant, ja, und das wissen natürlich die Übersetzerinnen und Übersetzer auch, ja, das ist keine Frage. Aber wie gesagt, ich will es jetzt auch hier nicht zu pauschal machen, weil beim nächsten Mal schauen wir wirklich mal genau hin mit Beispielen und gucken uns auch mal Wertungen an, wobei ich persönlich jetzt auch die von der EKD noch am schwächsten finde. Es gibt zum Beispiel eine von Thomas Söding, in Christen der Gegenwart stand eine Besprechung. Die fand ich deshalb sehr schön, weil er das Grundanliegen würdigt, ja, aber dann in der konkreten Sache auch nochmal differenziert, um zu sagen, wo sind wirklich Punkte, wo man wirklich also Riesenfragezeichen machen muss, ja. Aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht einfach hier nur so wie so Knochen in die Runde werfen, ja, und dann nagt man da dran, sondern das muss man wirklich konkret anschauen, ja. Und natürlich, das ist der Punkt, der mich eigentlich am meisten ärgert, nochmal abgesehen von all den inhaltlichen Dingen. Man weiß natürlich, eine solche Gruppe, die das macht, weiß natürlich, dass sie damit einen Markt bedient. Weil es in unseren Bibelübersetzungen auch bis in die Gemeinden hinein, wer wirklich biblisch interessiert ist, eine Unzufriedenheit gibt mit den Übersetzungen. Ja. Klar. Jetzt, Sie wissen, das ist immer furchtbar mit den Kommissionen. Ja. Manchmal, nee, also das ist ums Mögen. Ich denke nur, manchmal, wenn es so stark geht, dann bewirkt man manchmal das Gegenteil. Ja? Auch, also ich sage mal, dass zum Beispiel die Frau Käsmann, die ja bei jedem Interview sie empfohlen hat, sich offiziell der EKD-Verurteilung, wenn man so will, anschließt, dann denke ich, mein Gott, was ist denn mit der los? Ja? Das, also die hat das mitgetragen, ja? Der hat den Text mitgeschlossen. Nee, sie sei ganz ungeeignet. Also es gibt schon, also ich habe die ganze Stellungnahme gelesen, es ist nicht nur das, was durch die Presse ging, ja, also da wurden richtig auch mit Fehlern. Aber egal, wir, wie gesagt, Grundanliegen gucken wir an und beim nächsten Mal schauen wir uns mal das an, dass es etwas differenzierter wird. Und gucken vielleicht mal dann, wenn wir über die Evangelien sprechen, ein paar Beispiele an. Also zum Beispiel gerade so ein Johannesprolog, in dem man sehr eingehört ist und gucken, was ist das. Denn es wird daran, wenn es auch vielleicht gerade in so einem Fall ein extremes Beispiel ist, es wird immer deutlich, woran die Problematik einer Übersetzung besteht. Und zwar jeder. Egal, ob die so blass ist und so diabolmäßig wie die Einheitsübersetzung oder ob die jetzt sehr konturiert ist unter einem ganz bestimmten Aspekt, wie jetzt die in gerechter Sprache. Ja, gut. Also, ja, aber ich sehe, es ist ein Anliegen, ist gut. Dann werden wir beim nächsten Mal, das macht das Ganze ja auch lebendig, wenn man dann so konkrete Beispiele anschaut.